Oh, meine Arbeit ist sehr vielfältig und sehr schön und sehr spannend, gerade durch diese große Vielfalt. Das geht natürlich, fängt das an bei den Gottesdiensten, die wir in großer Zahl und in vielen verschiedenen Formen hier feiern. Sonntagsmorgens um 10, wie sich das gehört sozusagen. Und dann am Sonntagabend um 18 Uhr, da bin ich aber nicht so oft dabei, da machen wir jeden Monat einmal einen alternativen Gottesdienst. Genau. Und dann kommen noch so Werktagsandachten, natürlich Gottesdienste zu Hochzeiten und Beerdigungen dazu. Das gehört alles zu meinem Aufgabengebiet, aber damit erschöpft sich das noch lange nicht. Ich habe noch ein bisschen Schule, zurzeit nur 2 Stunden, aber immerhin, auch das gehört dazu. Konfirmandenunterricht ist ganz wichtig und ein ganz, ganz spannendes und schönes Arbeitsfeld, weil die Arbeit mit den jungen Leuten einfach unheimlich viel Spaß macht. Ja, das ist was wir gemeinsam sozusagen gestalten, diese Zeit im Konfirmandenunterricht. Die kommen einmal die Woche für 1,5 Stunden etwa und dann gucken wir und machen uns gemeinsam auf die Fährte und auf die Suche nach den Dingen, die uns am Glauben interessieren und wo wir gemeinsam Antworten finden können. Dazu kommt Seelsorge in einem ganz umfassenden Bereich, Besuche zu Geburtstagen, zu Krankenfällen, manchmal auch im Zusammenhang natürlich mit einer Beerdigung gibt es ganz viele Kontakte und ganz wichtige Kontakte. Auch das gehört zu den Aufgabengebieten eines Pfarrers dazu, macht das Ganze natürlich auch bunt, aber manchmal auch nicht so ganz leicht. Ja, da steckt man nicht alles einfach so in die Tasche und geht dann davon, sondern beschäftigt einen auch manches immer mal noch so ein bisschen. Und dazu kommt, das ist Aufgabe eines Pfarrers natürlich auch, Verwaltungsarbeit, Gremiensitzungen. Also das ist in der evangelischen Gemeinde nicht so, dass der Pfarrer das vorgibt und alle rennen hinterher, sondern wir gucken zusammen, was brauchen wir für die Christusgemeinde, wo wollen wir hin und wie können wir das Ganze umsetzen. Und wenn wir das dann gemeinsam austariert, ausgetüftelt haben, dann gucken wir auch, dass es ordentlich vorwärts geht und wir das Ganze in die Tat umsetzen können. Und damit leben und arbeiten wir hier seit 2004, glaube ich, in einem ganz guten Miteinander. Das ist unheimlich schön und macht unheimlich viel Spaß. Schreibtischarbeit kommt natürlich auch noch dazu. Klar. Ohne die geht das alles nicht, Vorbereitungszeiten und Ähnliches. Es gibt für jeden Sonntag 6 verschiedene Predigtexte. Und einen davon muss ich nehmen und welcher das ist, der ist vorgegeben. Und ich mache das so, dass ich da am Anfang der Woche drauf gucke. Also heute ist Montag, dann werde ich heute oder morgen noch mal gucken, was ich denn am nächsten Sonntag zu predigen habe. Und dann gehe ich mit offenen Augen durch diese Welt. Das ist das Entscheidende. Ja, zu gucken, was berührt mich gerade, was berührt die Menschen in meinem Umfeld gerade, was berührt diese Stadt und dieses Land gerade, und was hat das womöglich im Licht unseres Predigtextes miteinander zu tun? Ja, und was sagt die Bibel sozusagen zu meiner Lebenssituation und zu unserer Lebenssituation als Gemeinde, als Stadt, aber auch als Person? Ja, das kann dann auch mal sein, dass ich lange suche, ja, dass ich nichts finde, was auch wirklich zu diesem Text passt. Und manchmal springt es einem geradezu entgegen. Ja, den Text wahrnehmen und gleichzeitig auch zu gucken, was ist einfach dran, an Erfahrung dran, an Lebenswirklichkeit dran, ja, für mich und für die Menschen und mich. Was an Problemen da ist, ist, dass wir mit den Gebäuden so Schwierigkeiten haben. Alte Gebäude, die dringend eigentlich saniert oder umgestaltet werden müssten, energetisch in keinster Weise effizient. Und das sind die eigentlichen Probleme, die wir im Moment haben.
Ja, aber auch da sind wir sicher, dass wir irgendwann gute Lösungen finden werden. Ja, das braucht seine Zeit und das braucht eine Menge Ruhe und vor allem viel Fantasie. Ja, aber diese Probleme sind alle nachrangig, solange wir als Gemeinschaft funktionieren. Das ist das alles Entscheidende. Wenn wir als Gemeinschaft nicht mehr funktionieren, dann hätten wir wirklich ein Problem. Die Gebäude sind, finde ich, ein nachrangiges Problem, weil die Gemeinschaft, die strahlt nach außen und die macht Lust dazu, hier auch mitzumachen und sich mit einzubringen. Ja, und dann wird es auch schön. Ich glaube, dass es eigentlich gar kein abnehmendes Interesse an Religion gibt, sondern dass es eher ein zunehmendes Interesse an Religion gibt, was sich zum Beispiel auch daran festmacht, dass es so einen Boom an Endzeit-Fantasien und Untergangsszenarien und sowas gibt. Die sind ja alle religiös motiviert, zum Großteil zumindest auch. Und was es tatsächlich gibt, ist, dass die Kirche an Einfluss verliert. Ja, dass die christliche Kirche nicht mehr so stark und nicht mehr so selbstverständlich ist, wie sie es noch vor 30 Jahren gewesen ist. Und das ist was, womit wir tatsächlich sehr zu kämpfen haben, weil wir verlieren zunehmend Mitglieder in der Christusgemeinde nicht so sehr stark, aber auch da. Wir haben natürlich damit zu tun, dass die Bindung an die Kirche einfach geringer werden. Ja? Und das ist eine der ganz großen Aufgaben, diese Bindungen wieder zu stärken und den Menschen deutlich zu machen, dass das schön ist, mit der Kirche zu tun zu haben. Dass das was Belebendes ist und was, ach ja, einfach was unheimlich viel Spaß macht. Wir sind eben auch da füreinander da, wenn es mal nicht so gut geht. Ja? Und wenn man mal eine Schulter braucht oder mal jemanden braucht, der mit einem spricht und redet. Da sind wir als Gemeinde einfach da. Und das wieder zu verdeutlichen, ich glaube, da ist in den letzten Jahrzehnten manches nicht so gut gelaufen, wie es hätte laufen können. Das wieder stärker zu machen, daran läge mir zumindest sehr. Dass wir miteinander dieses Leben gestalten, ja, und für möglichst viele im Prinzip sowas wie das Reich Gottes vorwegnehmen, ja, das wäre mein Ziel. Und zumindest das hier auf Erden schon anzudeuten, erreichen tun wir das eh nicht, ja, aber das schon mal anzudeuten, das wäre was unheimlich Schönes und Gutes, ja. Und dazu müssen wir natürlich auch zu manchen Dingen sagen, stopp. Ja, aber der Kampf ist schwierig. Ja, und der ist nicht leicht zu gewinnen. Das erleben wir als Kirche, mindestens so stark wie manche gesellschaftliche Gruppierungen wie Gewerkschaften oder sowas, die ja auch durchaus mal ein Interesse daran haben, auch auf andere Dinge zu gucken, als auf eine Gewinnmaximierung oder ähnliches. Das Mahnen zu einer gerechten Welt, das gehört unweigerlich und unbedingt zu unseren Aufgaben dazu. Ohne das geht's nicht. Ja, weil wir sonst eine Schicht von Menschen aussortieren aus unserem Leben. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders, sprich im Sinne des Schöpfers und im Sinne Gottes sein, ja, dass wir Menschen aussortieren. Ja. Also mein Verhältnis zum katholischen Amtskollegen ist hervorragend. Also das kann ich wirklich nicht anders sagen. Und das war für mich wie für meine Frau wirklich eine Befreiung, als wir damals 2004 in die Weststadt gekommen sind und erlebt haben, wie das Miteinander von evangelisch sein und katholisch sein auch funktionieren kann. Das hatten wir vorher so noch nicht erlebt. Aber dass das hier so geht, das ist wunderbar. Und damit also auch deutlicher zu machen, dass die Relevanz der Kirche in der Welt größer ist, als viele heute glauben. Weil das, was wir zu sagen haben als Kirche, und das gilt für die katholischen Geschwister genauso, das hat sonst keiner zu sagen, kann auch keiner sagen. Das müssen wir einfach deutlich machen, glaube ich.